So, jedes Mal muss ich mich darüber aufregen, dass die völlig falsche Dinger nimmt. Ach. Guckt euch das mal an hier. Da. Kann nicht sein. Es kann einfach. Guckt euch das mal an! Leute, das gibt's. Er schickt mich hier zum Kaufen, ne? Das ey, gibt's das ist einfach doch nicht, ey. Das ist ehrlich. Die sieht selber, was das für ein Haus ist, ne? Die sieht das ja, ne? Das aber war doch alles. Und was kauft sie? Hm. Ist ein helles Haus. Ja, da kauft sie. Ja, komm. Ich will mich darüber aufregen, da macht das keinen Sinn. Ja, nix. Das bringt ja nicht. Was soll ich mich darüber aufregen, Leute? Genau. Macht keinen Sinn gerade. Ist doch nicht unser Haus. Ja, so kann man da natürlich auch machen, ne? Ja, sehen Sie. Natürlich nicht unser, ne? Ist doch scheißegal, ne? Glaubt das nicht. Was habe ich ihn jetzt genommen? Einfaches Fenster? Wo ist denn jetzt der Karton hin? Leute, Leute. Das sieht langsam nach einem Haus aus, muss ich sagen. Das sieht auch gar nicht mehr so klein aus, wenn man das so belatscht hat, ne? Was haben Sie jetzt schon mit den Türen wieder? Habt ihr die Türen gesehen? Das gibt's doch wohl nicht. Ich bin mal gespannt, welche Türen sie für Dienst genommen hat. Sicherheitstür natürlich. Haben wir eine Tür zu viel? Komischerweise werden die Fenster nicht gerechnet hier. Und die Türen auch nicht. Was stimmt mit diesem Spiel nicht? Doch, die werden gerechnet. Bei mir nicht? Bei mir ist immer nur 0 von 7 Türen. Ja, steht bei mir auch. Ja, alles drin. Alle Fenster sind drin. Das stimmt. Das ist komisch, ne? Also irgendwas ist doch hier nicht richtig, ey. Irgendwas ist doch nicht richtig, Miri. Ja, ich kann die Tür noch nicht schließen, oder? Nee, ich kann die auch nicht schließen. Ich kann, glaube ich, überhaupt keine Tür schließen. Nee. Ich kann die nur wieder einpacken. Ja. Ach so, ja, logisch. Ach ja. Die müssen noch eingebaut werden. Ja, stimmt, ja. Ich kümmere mich darum. Voll vergessen. Ja, logisch. Logisch. War doch klar. Es liegt nicht an dem Spiel, es liegt an uns, Leute. Genau. Entschuldigung. Genau, das war's. Kümmerst du dich um die Fenster, um die Türen, dann mache ich die Fenster. Jawohl. Nee, hey, reindrehen, nicht rausdrehen. So, gleich kommt Kling, dann ist das erste Fenster drin. Seht ihr? War unser Fehler. Unser Fehler. Das Spiel ist gar nicht so schlecht. Entschuldigung. Ja, wir geben es ja auch zu. Ja. Aber ich werde mal eben kurz in den. Ich habe ja XP zu vergeben. Das heißt, so, also in den Werkzeugkenntnissen. Das heißt, wenn ich ein bisschen schraube, dann werde ich da wohl die Möglichkeit haben, auch mal ein bisschen so, ne? Gipsenfarbe Bohrer. Der ist der Bohrer. Ja, den will ich jetzt. Oh, scheiße. Ja, doch. Geht ja. Auf Level 3. Ja, dann gibt noch Level 4. Ne? Das ist ja bravo. Ja. Toll. Ansonsten haben wir nichts gekriegt, wie ihr sehen könnt. Da können wir nichts mehr upgraden. Das ist schon maximal. Ja, genau. Dasselbe. Dann machen wir mal weiter, ne? Ja, genau. Der Schrauberei.
Sie machen die Türen? Ja, haben sie ja so in Auftrag gegeben. Genau, ich mache die Fenster. Oh, ich habe jetzt einen anderen Schraubenzieher gekriegt. Das ist ja interessant. Ja. Jetzt machen wir hier weiter. Ja, ja. Dann sind sie ja viel schneller wie ich. Also wie ihr sehen könnt, ne? Wir haben einen offenen Wohn- und Küchenbereich. Ja. War mir ganz wichtig, dass das so ist. Machen Sie sich gerade lächerlich? Was? Nein. Hat sich so angehört, also Sie sich gerade lächerlich Nein, gemacht. Ich bin hier voll konzentrat. Sie konzentrat sind, ist eine Frage. Weiter geht's. Und wir meckern über das Spiel, ey. Und ganz vergessen, dass wir die Dinger noch festdrehen müssen hier. Das stimmt, die Anschläge, ne? Oh. Ich höre noch Anschläge. So. Was ist das? Nein. Fenster 7. So, wo 6. muss ich denn noch rein? Hier rein. Hier sind auch noch Fenster. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als die Rocklady das Haus gemacht hat, da haben wir ja hier so, da mussten wir ja da rumlaufen und da rumlaufen, ist bei mir ja viel einfacher, ne? Ich wusste, dass er sein Haus lobt. Ich wusste das. Sowas. Ist ja bei mir strukturiert bei mir. Völlig strukturiert. Überhaupt nicht. Ich muss nur sagen, dass das hier das Badezimmer, nee, das Schlafzimmer ist das hier. Das ist das Schlafzimmer. Und ich habe im Badezimmer ja die ich öffne mal die Tür, da seht ihr ja, die da sind halbe Fenster drin. Weil oh, muss ja nicht jeder reingucken. Ja, 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 so ist das. Jetzt kackt er wieder rum. Merkt er was? Fertig. Ja, fertig. So, überprüfe Zimmer. Gipsi, Gips. War ich in der Küche schon? Ja, habe ich ja schon gemacht. Gipsi, warum machst du denn die ganzen Türen zu? Gips? Soll ich gipsen? Ich weiß ja gar nicht, womit. Ach so, ja, ich weiß wieder. Gut. In Senf. Senffarbe haben wir nicht. Wir haben keine Senffarbe. Wer will denn Senf haben, ey? Warte, ich hole mir auch mal so einen Gipseimer. Lass mich mal da durch, bitte. Nimm mal einen von den Angefangenen, ne? Hm. Wenn wir welche haben. Hier ist noch einer, der ist angefangen. Den nimm. Den mitnehmen. So. Vorsicht, darf ich mal da rein? Lassen Sie mich doch mal durch. So, wir gipsen. Eine Gipswand ist fertig. Ist auch fertig. Jetzt mal lieber einen angefangenen Eimer genommen.
muss ja noch gegipst werden. Ah, ja, natürlich muss hier noch gegipst werden. Natürlich. Das verstehe ich. Muss ja noch die Wände eingipsen hier. Wir haben da noch einen angefangenen Eimer irgendwo, ne? Ja, den habe ich gerade in Benutzung. Du benutzt den gerade. Hast du noch was drin? Nicht mehr viel. Nicht mehr? Weil ich will jetzt keinen neuen Eimer anfangen. Ja, 130 ist, glaube ich, noch offen. Ja, dann gib her. Gib mir den mal. Ich schlepp mir mal eben den leeren Eimer hier raus. So, das ist der leere Eimer. Gib mal her. Warst du den? Der steht da, wo du arbeitest. Ja, okay. Weil da kommst du auch nicht mit hin, oder? Doch. Doch. Der ist jetzt leer. Fertig. Hä? Nein, nicht fertig. Die eine Wand hast du da noch. Ich hab keinen Putz mehr. Ja. Muss ich doch einen neuen Eimer nehmen. Scheiße. Hm. Egal, nehmen wir noch einen neuen Eimer. Müssen wir den recyceln dann in allen? Wenn du willst. So, dann nehmen wir den noch. Nehmen wir einen von den neuen. Putzen den Rotzer noch eben fertig. Denken Sie dran, hier haben wir Paket, Fliesen und Farben noch, ne? Ja, habe ich schon verstanden. Wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Ja, so sieht das schon aus, als Huskes, das Herr Roxen entworfen hat. So, fertig. Wände streichen. So, wir brauchen Senf, dunkles Orange. Den Boden und Granitfliesen. Parkett. Also brauchen wir hier in der Küche. Also ich habe hier Bodenfliesen, Parkett. Ach, hier ist Granit, okay. Hier ist Bodenfliesen, Parkett. Ich glaube, die haben wir noch draußen. Ich guck mal eben. Hier drüben, kommen Sie mal mit. Moment, ich muss mal die Farbe wissen. Was für Farbe brauchen wir denn? Parkett. Ja, ja, lass uns erstmal die Wände streichen. Ja, wir guck mal eben so an den Farben, ich sag dir mal Bescheid. So, einmal ist eine beliebige Farbe. Auch bei den Bodenfliesen. Also hier haben wir zwei Parkettfliesen. Im Hausflur. Ja. So, dann habe ich hier das Bad. Da müssen wir Bodenfliesen Marmor haben und dunkelgrau. Hast du dunkelgrau die Farbe? Weiß ich nicht. Ja, guck doch mal nach. Ich gucke nach. Dunkelgrau. Ich habe Türkis, ein bisschen noch, Mokka, dunkles Orange, Puderblau und Weiß. Ja, dunkelgrau brauchen wir hier. Mhm. Dann im Schlafzimmer. In Bubblegum. Oje, das haben wir garantiert nicht. Und Bodenfliesenpaket. Ja, da haben wir einige hier. Da haben wir einige im Wohnzimmer stehen. Ja gut, wir machen ja erst die Wände, ne? Aber Bubblegum, die Farbe. Ja, und in dem Dings hier, was Küche, Wohnzimmer, Küche, da muss man natürlich gucken. Also ab hier ist Dings. Da muss man dann Senf. Senf und Parkettboden. Huch, was ist denn? Hast du auch irgendwas mit Weiß vielleicht? Nee, gar nichts. Gar nichts. Weiß können wir machen, wenn du reinkommst, den Flur. Der kann in Weiß geschrieben werden. Ja, weiß ich nicht. Das ist da auch vorgegeben, oder? Nee, da steht beliebige Farbe. Ah, okay. Wenn wir das in Weiß machen können, ist gut. Also alle Farben, die wir hier haben, können wir nicht hier brauchen. Hm. Außer Weiß. Aber wenn Bruder, Weiß haben wir ja. Ich nehme mal Weiß mit. Hm. Fangen wir hier schon mal an, Weiß zu machen. Wo war denn Parkettfliesen? Da war doch auch irgendwas. Hier war Marmor, haben wir auch draußen stehen noch. Parkettfliesen. Dann pass auf, hier ist ein kleinerer Raum. Dann nehmen wir fangen schon mal an zu streichen hier. Wow.
Für den kleinen Raum nehme ich dann diese hier. Die hier. Parkettfliesen. Mal gucken. Ja. Das mache ich die noch hier. Und dann haben wir den Flur schon mal so weit weiß hell gar nicht, gemacht. Welcher so. Raum, das ist Schlafzimmer. Der ist fertig. Mhm. Kann ich ihn einmal wieder rausbringen? Machst du den Boden oder was? Wie? Ja, ich bin da schon bei. Ach Mann. Marmorfliesen? Ja, haben wir draußen liegen. Keramik? Meine Güte, mach doch mal die Tür zu. Parkettfliesen, Nein, oh nein. Ich schon wieder für ein Problem. Ich wollte das so schön runterziehen, Freunde. Ach, so, pass mal auf, ich pack schon mal die Gipseimer ein, ja? Oder, warte mal, die anderen Pakete erstmal, ne? So, hier haben wir fertig. Weil die Dämmungspakete brauchen wir ja nicht mehr, oder? Ich glaube, damit können wir nichts mehr anfangen. Dings brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Kann ich auch schon einpacken wieder. Kabel, Trommel und sowas alles. Und zuerst die Dingens. Warte mal, was kommt denn hier rein? Beliebige Fliesen, okay. Soll ich Ihnen hier die Fliesen klauen? Oder warte mal, können wir auch Teppichboden nehmen, ne? Können wir auch Teppichböden nehmen? Ja, ich nehme hier noch Teppich oben. Ja, bis auch. Mach einfach. Paket. Ich pack schon mal ein Auto ein hier. Paket, nee, das ist das andere. Lad schon mal Auto ein. Weil hier liegt so viel Scheiße rum, was wir nicht brauchen. Ja, ich wusste nicht, was wir alles noch brauchen könnten. Ja, ist egal, was wir jetzt haben. Tja, was hier steht, steht hier nun mal, ne? Da sind nur noch drei. Stell ich mal eine Seite. Ist auch fertig. Da sind nur noch sechs, die stelle ich auch an der Seite. Volles Paket. Marmorfliesen braucht es, ne? Und Keramik auch, ne? Ja, mach einfach mal einfach irgendwas. Aber dann ist das Dumme. Naja, wird das nicht anerkannt, dann stehen wir da wieder. Ja, das wird aber anerkannt, glaube ich. So, wo waren jetzt die Keramikfliesen? Granit, okay. Granit haben wir, glaube ich, gar nicht. Der ist fertig. Scheiß hier weg. Der ist fertig. Und was ist hier? Marmor. Scheiße, wie hier stehen haben. Wie viel Material, ne? Marmor. Leute, ey. Das müssen wir alle noch in Lager verpacken. Das war nicht Marmor, ne? Ne, das war Keramik. Das war ein Fehler, dass wir nur mit einem Auto gefahren sind. Die wollten doch mit dem kleinen Wagen fahren, haben sie gesagt. Ach Mann. Seien sie ruhig. Ja. Dann auf einmal soll ich wieder ruhig sein. Weißt du? Ja, typisch, ey. Die ganze Scheiße gar nicht mit hier, ey. Wie kacke, wie hier steht. Leute, ey. Die Dämmungspakete, die hab ich echt, ey. Zwei. So, Badezimmer ist fertig. %90 Muss ein bisschen Platz machen hier, ey. Ich auch. Sind die alle neu? Krass. Haben da keine angefangen dann von? Paket, Fliesen, Paket. Wovon? Warte mal. Guck ich erstmal. Dann nimm doch erstmal. S. Wir müssen eigentlich nur langsam um die Farbe kümmern, ne? Hm? Die Farbe. Ja.
fahren Sie doch eben, oder laufen Sie eben. Ne, kann ich nicht. Wie laufen sich die Eimer schleppen oder was? Mal gucken hier mit dem. Das ist aber ein anderes Holz, ne? Oder ist das dasselbe? Ja, Leute, das war der Zwischenstand, würde ich mal sagen. Ja. Und dann sagen wir, dann melden wir uns wieder, wenn wir vorm Abschluss sind, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Genau. Also Leute, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.